dass wir ein bisschen Stimmung wecken und ein bisschen Interesse wecken, heutige auch ins Verkaufhaus zu gehen, zu gucken, ist was für Sie dabei. Und wenn wir das heute machen können, ist das gut. Und ansonsten ist das ein soziales Projekt, was mir sehr ans Herz gewachsen ist, weil das, was hier insbesondere auch mit jungen Menschen gemacht wird und wie junge Menschen hier herangeführt werden an Tagesstrukturen, an Regelmäßigkeit, das ist toll und das gilt es zu unterstützen. Und wenn ich das machen kann mit meiner Tätigkeit heute, dann ist mir das ein Herzensanliegen. Sehr gefreut, dass Kerstin Tack einen so engagierten Wahlkampf hinlegt. Und ich habe gesagt, für Nachtschicht stelle ich hier das Haus und meine Person sehr gerne zur Verfügung. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Hier heute Abend soll es eine Anerkennung, eine Wertschätzung für eine Arbeit sein, die wir alle brauchen. Ob das jetzt die Polizei ist, die des Nachts arbeitet, ob das im Pflegebereich ist, im Gesundheitsbereich, im ÖPNV, bei den Taxen, ob das bei Conti, bei VW, überall, wo auch immer sie herkommen, in der Medizin und so weiter, sind das Bereiche, wo wir ganz selbstverständlich immer davon ausgehen, dass das nachts läuft und dass selbstverständlich wir nachts gut versorgt sind, auch in der Gastronomie. Wenn wir unseren Feierabend genießen, dann tut die viel dafür, damit es uns gut geht in unserem Feierabend. Auch das ist ja alles nicht selbstverständlich. Und da muss man an irgendeiner Stelle auch mal sagen, jawohl, das ist eine gute, wichtige, sinnvolle Arbeit.